Erster Skill, Boost Pack Training. Ihr findet diesen Skill unter Technik ganz oben. Das Boost Pack bietet euch extrem viele Möglichkeiten. Ihr könnt nun Gegner aus der Luft angreifen, Orte erreichen, die weniger zugänglich sind, oder das Springen dafür nutzen, um eure Ausdauer wieder herzustellen. Für die Erkundung der Spielwelt und einige Levels ist das Boost Pack unerlässlich. Außerdem macht es extrem viel Spaß, es zu nutzen. Zweiter Skill, Schleichen. Ihr findet diesen Skill unter Physisch. In der Fraktionsquest rund um Ryujin Industries müsst ihr sogar an einigen Stellen schleichen. Zumindest dann, wenn ihr die meisten Credits abstauben wollt. Macht ihr einen Schleichangriff, teilt ihr zweifachen Schaden an Gegner aus. Außerdem ist es auch in Gefechten aus taktischen Gründen gut, in die Hocke gehen zu können. Dritter Skill, Fitness. Ihr findet diesen Skill unter Physisch. In Starfield stellt euer Sauerstoff eure Ausdauer dar. Da man viel zu Fuß unterwegs ist, verbraucht man schnell, wenn man rennt, Sauerstoff. Das gilt übrigens auch dann, wenn ihr überladen seid. Mit Fitness verbraucht ihr weniger Sauerstoff und könnt länger rennen. Levelt diesen Skill also unbedingt ziemlich schnell auf Level 4 hoch, denn in Starfield rennt man sehr viel. Passend dazu gibt es den vierten Skill, nämlich Deep. Ihr findet diesen Skill in dem Baum Sozial. Der Skill Deep schaltet die Möglichkeit frei, NPCs zu bestehlen. So könnt ihr gleich zu Beginn relativ schnell an wichtige Items und an Credits kommen. Letztere sind gerade zu Beginn eher rar gesät. Ab der Stufe 4 könnt ihr sogar Gegnern die Waffe aus dem Holster nehmen, was Kämpfe deutlich erleichtert. Gestohlene Gegenstände könnt ihr übrigens bei der Handelsaufsicht verkaufen. Achtet allerdings darauf, beim Stehlen oder bei einem anderen Verbrechen nicht erwischt zu werden, denn sonst werden die gestohlenen Gegenstände konfisziert. Skill 5, Überzeugen. Den Skill findet ihr unter Sozial. Gleich zu Beginn von Starfield habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, Quests anzunehmen, und viele dieser Quests bieten die Möglichkeit, dass ihr die NPCs überzeugen könnt. Und überzeugen ist extrem mächtig, ihr kommt sehr weit damit, bereits auf der niedrigsten Stufe. Viele Dinge lassen sich ohne Gewalt lösen und ihr könnt sogar mehr Credits ausverhandeln. Oder ihr spart bei einigen NPCs, indem ihr sie davon überzeugt, euch einen saftigen Rabatt zu geben. In meinen Augen ist Überzeugen mit der mächtigste Skill in Starfield. Skill Nummer 6, Ballistik. Den Skill findet ihr unter Kampf. Natürlich lässt sich in Starfield nicht alles gewaltfrei lösen oder durch das Überzeugen von NPCs. Ein Großteil der Waffen im Spiel sind ballistischer Natur. Tendenziell gibt es eher weniger Laserwaffen. Mit dem Skill Ballistik erhöht ihr den Schaden um 10% von Pistolen, Gewehren und Schrotflinten. Skill 7, Sicherheit. Diesen Skill findet ihr unter Technologie. In Starfield könnt ihr zahlreiche Truhen, Schlösser und Türen knacken. Auch gibt es PCs bzw. Terminals, die ihr hacken könnt. Damit stellt ihr Roboter und Geschütztürme auf eure Seite. Außerdem könnt ihr Schlösser öffnen und damit an wertvolle Inhalte kommen, die in Truhen lagern. Gerade zu Beginn kann das Schlösserknacken sehr frustrierend sein. Gibt hier nicht auf, denn ab einem gewissen Punkt macht es tatsächlich süchtig und man möchte in jede Truhe sehen. Skill Nummer 8, Zielsteuerungssystem. Diesen Skill findet ihr unter Technologie. Er schaltet einen Zielmodus frei, mit dem ihr leichter Schiffe attackieren könnt. Bonustipp, geht zunächst mit Laserwaffen auf die Schilde und dann, wenn die Schilde unten sind, mit ballistischen Waffen auf die gesamte Hülle des Schiffs. So gewinnt ihr schnell einen Kampf. Neunter Skill, Wohlbefinden. Der Skill kann gefunden werden unter Physisch. Erhöht eure Maximalgesundheit um 10% und levelt ihr hoch bis Stufe 4, habt ihr sie gesteigert um 40%. Zehnter und letzter Skill, Handel. Der Skill ist zu finden unter Sozial. Auf Stufe 1 kauft ihr Waren 5% günstiger ein und verkauft sie um 10% teurer. Levelt ihr bis zur vierten Stufe hoch, kauft ihr Waren für 20% günstiger ein und verkauft sie um 25% teurer. Ich bin übrigens der Luis, ihr seid hier auf Starimos, dem Channel, der sich ausschließlich rund um Starfield dreht. Falls ihr dazu in der Zukunft mehr Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wenn du jetzt noch mehr über Starfield erfahren willst, dann klick dich gerne hier in dieses Video rein.